Und damit geht es weiter mit Part Nummer 3 in Fate Grand Order. Ich bin es am Simafix. Beim letzten Mal sind wir nach Fuyuki hier gekommen. Wir haben die Direktorin hier gefunden, die ebenfalls hier hingesorgt wurden, die werte Olga Maria. Nicht ganz unwillig hat sie uns sich hier angeschlossen und wir versuchen jetzt hier den Ursprung herauszufinden, was hier eigentlich geschehen ist. Und wie wir hier wieder rauskommen. Doch jetzt kommen wir erstmal zum zentralen Punkt und wieso Fate Grand Order viele in den Ruin treibt. Das Spiel ist ja, wie gesagt, ein Handy-Free-to-Play-Spiel und im Free-to-Play-Spielen gibt es natürlich immer Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Beziehungsweise es auszugeben für die Spieler. Und zwar die Summonings. Denn die Summonings basieren in diesem Spiel auf Glück, auf Booster-Packs, auf Yu-Gi-Oh!-Packerl-Karten, die der Max sich als Kind zu 100.000 gekauft hat und dann immer enttäuscht war, dass er nur Schmarrn bekommt. Also, diese brauchen nämlich Quartz und Quartz kriegt man in dem Spiel durch Aufgaben, wenn man natürlich tägliches Einloggen und indem man Geld ausgibt. Und in diesen schönen Packerln sind eben Servants und diese werden in unterschiedliche Ränge eingeteilt. Wir werden das gleich ein bisschen weiter erörtern, aber im Prolog kriegen wir einmal 30 Quartz geschenkt, die wir jetzt hier auch einlösen können und damit erhalten wir jetzt unsere ersten 10 Servants bzw. Craft-Karten. Die Servants werden immer in Ränge unterteilt, also in Seltenheit zwischen 1 und 5. Und 5 sind natürlich die super starken. Ich glaube, hier kann man auch maximal an Stufe 4 Servant bekommen. Aber das ist zumindest unsere Kampfkraft hier für das Spielen. Und es gibt nichts. Ach, so ein erotisches Gefühl. Oh, so ein Booster-Pack zu öffnen. So, und wenn sowas passiert, erhält man normalerweise einen Servant. Und in diesem Fall ist das ein Caster. Mephistoles, oh, der Teufel höchstpersönlich, nicht schlecht, aus Faust. Naja, seht einen Caster und also man sieht immer hier eher an der Karten, was das schon ist. Und die seltensten Karten sind die Goldkarten. Das ist eine Essenzkarte, mit denen kann man seine, Essenzkarte, genau, mit der kann man eben seine Leute ausrüsten und positive Dinge halten. Wir werden hier einen 4-Rang-Servant zumindest erhalten und das ist das Einzige, was wir in dem Prolog hier geschenkt bekommen. Danach heißt es, gib Geld aus oder stirb. Oder grind dir dein Leben lang hier alles aus. So, das ist jetzt eine goldene Karte. So, nein, wieder ein Caster. Okay, schauen wir mal. Schon wieder Mephistoles. Okay. Gefällt mir schon mal nicht. Zweimal denselben zu ziehen ist natürlich nicht so schön. Aber okay. 10 Karten sind wie gesagt drin. Schauen wir einfach mal, was da so schön ist uns noch erwartet. So. Oh, ein Rider? Bodica. Aha. Hat auch ein sehr knappes Kostüm an. Nun gut, jede Dame in dem Spiel hat ja sehr knappe Kostüme an. Außer Toria. Und Astolfo, aber das ist ja auch keine Dame. So, ein Assassin, oder? Nee, ein Berserker, Entschuldigung. Darius der Dritte, okay, das ist cool. Das finde ich cool. Darius ist ja der König von einer der Könige von Persien gewesen und Erzfeind von Ryder Iskander. Wer mehr davon erfahren will, schaut mal ein Video an, wo ich darüber ein bisschen spreche. Okay, ich warte immer noch auf meinen starken Servant. Komm schon! Da ist jetzt die Stufe 4 Karte. Da ist jetzt die Stufe 4 Karte. Nein, immer noch nicht. Schon wieder ein Rider. Medusa! Oh, die Gorgonin-Dame. Aha. Okay, die kennt man jetzt immerhin. Ist ja aus Fate Stay Night bekannt. Schauen wir mal, was die nächste Karte so in sich hat. Ah, eine Craft-Karte. Scheiße. Golden Millennium Tree. Das heißt, das ist meine seltene 4-Sterne-Karte. Na gut, wie gesagt, wir machen ja hier nur den Prolog. Also ist mir das wurscht. Oh, jetzt schauen wir mal. Gib mir doch... Okay, das ist unser goldener Servant. Ein Berserker. Tamamo-Kid! Ja, nice, Mann. Tamamo-No-Me, die werte Kitsune-Dame. ですよ、マスター。悪魔メフィストフェレス。まかり越してございます。ブーティカだよ。よろしく。気軽にブーティカさんと呼んでもいいよ。
物好きな人ですね。生贄がお望みでしたら、どうぞ自由に扱ってください。我こそはタマモナインの一角、野生のキツネタマモキャット。ご主人、よろしくね。タマモノメ。そう、unser 4-Star-Servant, das ist eigentlich ganz nett. Also man bekommt, wie gesagt, hier in diesem Booster-Pack einen 4-Star-Servant und einen 4-Star-Karte. Ich glaube, die beste, die man hier bekommen kann, ist Berserker hier oder Emir natürlich. Spoiler für Face Night, oh mein Gott. So, und jetzt gehen wir in die Formation, denn wir müssen unsere Party anpassen. Wir werden freilich hier Tamomo reintun. Ja genau, das zeigst du gar nicht. Aber keine Craft-Card, okay, darf ich nicht machen. Ich würde aber gerne ins Menü reingehen, aber es wird mir nicht erlaubt. Okay, gut, dann halt nicht. Aber naja, zumindest ist das unser erster Gacha-Ding. Wie gesagt, die ganzen Sachen, die wir hier freischalten, ist ja nur für den Beginn. Ich habe hier nämlich in meinem anderen Game, wo wir dann ab Kapitel 2 starten, schon ein paar Servants, die zumindest ein bisschen was drauf haben. So, und das ist nämlich das Ding, wieso Fake Grand Order nicht komplett abzocken ist. Also nicht so, dass man, dass man hier wenig Geld reinstecken kann. Aber das Ding ist, im Fake Grand Order kann man immer in jedem Kampf zwei Servants stellen. Und der dritte Servant ist immer ein sogenannter Support Class. Was im Endeffekt bedeutet, dass ich hier einen Servant von jemand anderen habe. Und ihr seht, Leute, Level 83, Level 60. Okay, der ist Level 0. Warte, machen wir es hier nach Level 96. Oh, Enkidu, cool. Merlin. Und deswegen ist dieses Spiel natürlich deutlich, also zumindest am Anfang schaffbar. Später wird es wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer. Aber wir wählen jetzt einfach mal hier, weil gerade das Apocrypha-Event ist. Wird wahrscheinlich 100.000 Jahre schon vorbei sein, wenn der Part hier hochkommt. Kriegen wir doppelt FP, die brauchen wir zwar auch nicht. Und damit können wir starten. Und ihr seht, Leute, 15.000 Attacke, also. Sollte gerade mal schaffbar sein. Also, Section 3, Investigate the Bridge. Stop! Before we start exploring the city, Maxi, isn't there something you want to say to me? Ja, aber nichts Besonderes. You're not very smart, are you? Remember what happened in the command room? Nee, ich hab geschlafen, ich kann mich leider nicht daran erinnern. Senpai, it's probably about when you dozed off in the command room. It'll come back to you if you focus. That was, you know. Ich kann mich an gar nichts erinnern. We made it in time, Senpai. Your number is a single digit in the front row. Please, take any available seat in front row. Right in front of the director. What a bad luck. Let's cut the chit-chat. It's about to start. Not quite on time, but it looks like everyone's here. Welcome to the Special Hours in Nation Caldea. I'm Director Olga Maria Amnesfer. Das kennen wir doch schon. You've been selected or discovered from each nation for your rare talent. Dein Vortrag ist langweilig, deswegen bin ich hier eingeschlafen. By talent, I mean your aptitude for Spiritrons, people with magical circles capable of becoming masters. I'm sure you can't even imagine it, but be sure to keep this in mind. You're about to be reborn as a cutting-edge mages in an unprecedented fusion of magecraft and science. That said, although all of you possess a special talent, none of you are special. Understand that you're all inexperienced rookies, standing at the same starting point. In particular, the mages sent from the association still seem to be acting like students. Fix that immediately. Caldea is my domain. Family heritage and personal achievement have no meaning here. Always remember that my orders are absolute. My position is completely different from yours. I won't allow arguments. You're all mad tools to protect humanity. Nothing more. Langweilig. What's the commotion? Didn't I just tell you that I wouldn't allow any arguments? You there, the one who came in late. Do you have a problem with what I just said? Am I seeing this right? Maybe my eyes are playing tricks on me. Sleeping while standing? No way, right? Not in a million years. Hey, I didn't sign up for this. We're experts. You were in summoned here because of our skills. We came all the way on our
insistence. Absolute obedience? That's ridiculous. She's right. You're way overstepping. Lineage is the most important asset of a mage. How can you brush it off? Quiet! No talking! That's why I say you're still acting like students. I'm only telling you what's going on right now. If you don't like it, leave Cuddy at once. Okay, ciao. Not that there's are flights to send you home. For if you're ready to trek down a snowy mountain 6,000 meters above sea level, that would be commendable. Very good. Nobody's dropped out. Seriously, don't make me waste my time on such matters. I wish you'd realize that's how dire our no-humanity situation is now. Look, here's a good example. No argument, no opinion. Good and obedient. Now, then back to topic. Are you listening? Today is... Sklaventreiberin hier. Aber immerhin haben wir ein bisschen was erfahren. Haben wir drinnen alle verschlafen. Do you remember now, Senpai? Ja, irgendwie. Nicht so richtig. Remembered? You weren't really risking after all, were you? Honestly, sit yourself down. How could you come to a singularity not knowing the situation or your mission? I'm going to have to explain it to you again. Listen up, we at Caldea. Director, leave that for later. Enemies are incoming. Let's go, Moshi! Hey, come back here! Listen to what I have to say! Nein, das ist langweilig, da muss ich schon wieder einschlafen. Na okay, also, sie hat ja ein sehr strenges Regiment aufgebaut. Nicht alle sind darüber glücklich, da es ja auch einige scheinbar Experten gibt hier. Magier und wir können ja zu diesen Leuten, die einfach so von der Straße aufgelesen wurden. Hey du, willst du was für eine Mahlzeit tun? Ja, dann komm mit, geh da auf irgendeinen Berg und lass dich umbringen. Okay, toller Deal. So, jetzt geht's nämlich richtig los, denn jetzt haben wir... Tamamo, geht! So. So. Tamamo, Katte! Die haut rein, Mann. So, ich will... Ich könnte natürlich immer mit... wen habe ich jetzt eigentlich hier gewählt? Amakasa Shiro. Ach so. Der wird natürlich alles mit einem Schlag vernichten, aber das ist ja langweilig, obwohl. Es bleibt mir leider keine andere Wahl. Wir kriegen mal ein paar Schläge ab. Aber es ist, ich finde, besonders am Anfang, wo die Gegner halt echt noch gut zu bezwingen sind, ist es langweilig, wenn man wirklich nur das mit seinem Support-Servant macht, der hat alles zerstört. Nur dank dir, Tamamo Cat. Okay. Oh, ein Punkt noch, dann haben wir sogar ein Level-Up. So, übrigens hier, das sind QP, die wir erhalten. Genau, das ist unsere Währung im Endeffekt. Dann haben wir ein Item, das brauchen wir genau, um die Skills abzuleveln und Erfahrungsdinger. Damit können unsere Leute hier in der Erfahrung steigen. Wir können jetzt ja eine Freundesanfrage schicken, aber müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Nun gut. Ach nein, das muss ich mir den Vortrag anhören. Kann man nicht noch gegen ein paar Skelettmonster aus der Hölle kämpfen? Das ist mir lieber. Die labert immer so langweilig. Sollen wir Mesh erklären? Ja, das ist was ganz Wichtiges und das müssen wir kaputt machen. Phew, good work. Mesh Curelite. No, I can pick up where I left off. Resume. You mean there's more director? Why, certainly, Maxi. Don't tell me you forgot already. I'm only half through. In fact, it's the latter half that's important. Make yourself remember. Make yourself remember. Was für eine dumme Arbeit schon wieder, die ich hier machen muss. No, 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 don't be like that. Director's rambling can be useful, Maxi. Why were your master's candidate summoned to Caldea? This will explain that. Kannst du mir das schnell einsagen, Roman? Listen up. Today of all days, we at Caldea will achieve something that will be written in history. The science of learning, the invention of religion, the acquisition of navigation, the focus of communication, the voyage into space. Our legacy will be paired with the pioneers of the stars. No, it will surpass them. Rather than expanding civilization, we will be the hands of God protecting it. Stabilizing human history will transform the future into a solid resolution. The principles of mankind, in other words, to ensure the continuation of humanity. That's Caldea's, and now you're only an absolute purpose. Caldea has achieved many results to date. The development of the observation cyber daemon Laplace. The global environment model, Caldea's. Combination of the near future observation lens, Shiva.
The Rogue Spirit Summoning System, Fate, and the launch of the Spiriting Calculation Engine, Trismegistus. With these technologies, we at Chaldea have observed humanity's progress 100 years into the future. We do not predict the future, but observe it. Like many who observed celestial bodies, Chaldea has been observing the future. Whatever it sees, our job has been to ensure that humanity will survive 100 years into the future. Look up! That's in Chaldea's proudest achievement. Created with advanced magical theories, the global environment model, our Chaldeas. Planets have been defined as beings with souls. We copied them into the miniature Earth. Because of the difference in scale, we are unable to read each single human mind. But whatever's on the surface, the city lights that can be seen on land can be observed through Sheba. Currently, it's been set to reflect the Earth 100 years from now. Chaldeas might very well be future of Earth itself. As long as the light of civilization shines within Chaldeas, we can guarantee humans will exist in centuries further. As long as there's light, people will live in cities and serve as proof of civilization's survival. But, Leaf, could you normalize in Sheba's polarization angle? This is the current state. Starting 6 months ago, Chaldeas changed color, and it's becoming difficult to observe the future. The light of civilization, our beacon till now, has become largely unobservable to us. The right response. Good to see you've got some sense. That's right, the lack of light means that civilization has become extinct. This was considered highly classified, but you have the right to know. Our observations indicate that the light of humanity is only visible up to the year 2018. In other words, we observed no proof that humanity will become extinct in that year. Obviously, this future is not possible. It cannot happen, and physically speaking, is impossible. There's neither an economic collapse nor some sudden seismic event. We can't explain how humanity would suddenly only disappear. Over the past 6 months, we found the cause of this strange phenomenon, the disappearance of the future. If the reason is not in the present, then it's in the past. Using Laplace and the Trismegistus, we've reviewed all the data for the past 200 years. We tried to find something that didn't exist in history or was on Earth until this point. As a result, we finally found something new. It's this. Spatial Singularity F, a city in the Japanese countryside in 2004. We discovered an unobservable zone that did not exist in history up to the year 2017. Chaldea's hypothesis that this is the cause for humanity's extinction. We proposed a rayshift experiment to the UN and received approval. The rayshift process transforms a human mind into spiritrons, sending them into the past and allowing them to alter it. Simply put, it's time travel, but not everyone can do it. Only people with exceptional magical circuits and the ability to become a master can be transformed. Now, I'm sure that cleared things up. Your task is the investigation of Singularity F. You'll travel 14 years into the past, find Singularity F and destroy it. We are now entering unknown territory. There's no telling what you might find there. But you've been selected from among people all over the world. You can do this, and we have high explanation for you. The high ups want to know the cause of this immediately. We don't have time to waste. We'll be performing the first rayshift experiment in an hour. I'm sure you've all had enough training. For the first experiment, we sent Team A, the top 8 scorers, to Singularity F. I haven't told the later groups, but they are master candidates who have been chosen from Chaldea. Team A has been active for a month now. You can call them trained warriors. Team A will go on ahead and establish a base camp at Singularity F, guaranteed our safety. Team B and below will monitor the situation and prepare for their next experiment. Let's register your information with the claim coffins, the arcs that will send you to the pass as spiritrons. There's one for each person and there's no spares. Keep very careful with them. Teams B through D will be on standby in case of trouble with Team A. What are you doing? I told you what you have to do. You were brought here as a potential master. You're practically a soldier now.
You will obey orders and be ready for a fight. Do not make me repeat myself. Or do you have more questions? Here you, the one who was late. You look confused. I give you a chance to ask one question. Genau, ist es eigentlich sicher, weil wenn ich in die Vergangenheit ändere und irgendwas Schlimmes anstelle? Does the word singularity mean nothing to you? The singularity was found. Doesn't exist in any of our observation records. It's like a hole that just appeared out of nowhere. The hole itself is cut off from the proper temporal axis. In 2004, singularity exists apart from the past and future. There's no need to connect it to our present. It's more stable than regular time travel, and whatever happens, the timeline can be repaired itself. Singularity F is like a tiny stain on a dress that is human history. It ruins beauty just because by its present. Your job is to extract it. That's what will return humanity to its proper observed course of history. What is the association thinking, sending me someone who doesn't know the basic space-time theory? I told him this plan was a grand order. The highest possible duty in the world of magecraft. Oh, sie hat den Namen gesagt. Well, it doesn't matter. What team are you with? Show me your ID. What? You're in the wrong spot. A civilian and with no combat or training experience? God, dear's much too important to be wasting valuable slots on people like you. Left Lena. I'm right here, Director. Why are they yelling? Is there a problem? There's a problem everywhere. Just get this amateur out of my sight. Oh, so that's it. Director, he's a chosen master candidate. Sure, they lack experience, but the inner operator be that rude. Having an inexperienced amateur here is a problem. What if something happens to my Caldeas? Let Romani handle this. At least get some basic training. I don't think she's like you. Alright. Order our orders. Mesh, show Maxi their room. Alright, understood. I just need to take Senpai to their room, right? Yes, thanks. I'm busy with the ray shift experiment and can't. Don't worry, this experiment will be over in 2 hours. I'll drop by your room then. Wurden wir schon einfach rausgeschmissen? Naja. No need to thank me. You're really lucky after all. Come this way. I'll show you to room. Er ist böse. Wenn er so sagt, hey, du hast richtig Glück gehabt. And that's how you were removed from the command room, remember? Got it. You're little. You look quite. But you've got some nerve, don't you? Anyway, do you finally remember how much of a mess you made at the critical moment? Director Marie, I think that's going a little too far. Like hell it is! Thanks to the time I wasted on your question, I didn't have time to change. You weren't planning to dive, so I'm not sure you needed your suit. I did! I must say, I did! I had a special mystic coat made for this mission. Jeez! I didn't even get to wear it once. Well, it doesn't matter. Anyway, you understand your responsibility and duties as a master candidate now, right? Very well, Maxi. I'm ordering you to be my bodyguard. Work hard. Aye, Director Marie. Bevor sie mich wieder anschreit. What? That's creepy. Flattery will get you nowhere. Good. To see you two getting along. Let's move before more enemies show up. Okay, liebe Leute, dann kennen wir jetzt unsere Aufgabe. Also, die Zukunft der Menschheit sieht nicht gut aus. Und wir wurden jetzt in die Vergangenheit geschickt, um hier die Anomalie aufzuhalten. Und ja, das ist übrigens der Bonus, immer wenn man sich täglich anmeldet. Da gibt es immer nämlich einige schöne Sachen. So, gleich nochmal. Ja, passt. So, wir werden hier auch gleich weitermachen. Doch davor werden wir noch ein bisschen herumspielen mit dem Zeug, was wir bekommen haben. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Fate Grand Order. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.